Mal schauen, ob sie doch noch funktionieren möchte. 80 und 3. So. Gut. Nee, mag nicht. Mag nicht. Na gut. Ja, nochmal. Auch nicht. Du hast echt keine Lust mehr, wa? Ja gut. Okay. Wir basteln dich so, damit du immer funktionierst. Naja. Soll ich wirklich? Es sind schon wieder Zeichen hier. Der erste Versuch. Naja, sehr viel Licht ist nicht. Aber hier sind jedenfalls jetzt diese Carbonstangen so gut wie möglich reingelegt. Hier vorne kommt irgendwie dann die Mikrowelle raus und brrp. Ja, mal gucken. Hier hinten sind ja sowieso Löcher drin, ne? Zur Entlüftung. Normalerweise ist ja dann außen noch eine... Ja, also die Löcher sind im Original hier nicht drin, ne? Nochmal eine Schutzblende drüber. Ich glaube, ich stelle hier mal noch ein Blech mit her, dass die Nachbarn geschützt sind. Klar, wie ist das jetzt mit Mikrowellen? Hey, ich glaube, da gucke ich nochmal in Wikipedia nach, weil könnte ja sein, dass die jetzt durch mein Blech, was ich hier aufgebaut habe, lediglich reflektiert werden. Und dann stelle ich mich hier hin, will dann von hier gucken, wie es dann ausschaut. Dann kann es ja sein, dass die mich dann direkt treffen. Ach, immer diese Angst. Ja, da wäre es jetzt gut, sowas hier zu haben. Ne? Gibt es jetzt hier zu kaufen, Mikrowellensensor. Bei, wo ist das drin? Ja, da ist das drin. Tja, das wäre mal eine Anschaffung wert, wa? Da könnte ich dann gucken, ob Mikrowellen irgendwo rauskommen oder nicht. Also hier steht was, ne? Die Öffnungen im Lochblech sind dabei sehr viel kleiner als die Wellenlänge der Mikrowellen von etwa 12 cm, sodass die Umgebung trotzdem von dem elektromagnetischen Feld im Garraum abgeschirmt bleibt. Gut, also die kleinen Mini-Löcher da in der Türe der Mikrowelle, die sind schon viel, viel kleiner als sie sein müssten. Ja, ich glaube. Dann dürften ja... Die Löcher, die ich hier reingemacht habe, die sind definitiv eine 12 cm groß. Das dürfte, da dürfte also nichts passieren. Ne? Ich gehe hier ein bisschen zur Seite in Deckung. Ja, was brauchen wir noch? Ah ja, Temperaturmessgerät. Gut, na dann geht's los. Im Moment bin ich aufgeregt. So, momentan haben wir 16 Grad Wassertemperatur. Das sind definierte, genau... definierte 2 Liter, was hier drin sind. Ne? Ja, das bisschen Dreckzeug, das war im Schlauch noch. Das war halt ein alter Schlauch. Ihr seht, dass der Temperaturfühler, hier unten das schwarze Ding da, ne, ziemlich am Rand liegt. Ne? So. Gut. Starten wir mal. Ne? Wir gehen mal auf Lu. Richtig Lu-Einstellung. Und hauen sie mal an. Ach so. Halt. Aha. Dann erstmal das einschalten. Jawohl, erstmal Pumpe laufen lassen. Pumpe läuft. So, was haben wir denn hier eigentlich für eine Pumpe? 300 Liter pro Stunde. Mhm. Gut, bis maximal 35 Grad darf man die also betreiben. Also bei. Ja, sind wir schon bei 16,2 Grad. So, lassen wir es mal noch ein bisschen laufen. Die Pumpe erzeugt natürlich auch ein kleines bisschen Wärme, ne? Aber ich denke, das kann man hier vernachlässigen. So, jetzt aber. Ich bin gespannt, mal gucken, ob es hält. Das sieht man mal viel. Es geht schon ein bisschen los. 16,3.
Hier. Scheint ja zu funktionieren. Ah, jetzt geht's an. Ja klar, auf Stufe Lu. Was macht das mit der Zeit also? Ah, jetzt schon bei 16,6 Grad. Können wir mal eine Stufe höher schalten, wa? So viel sieht man hier drin nicht, ne? Nee. Oh, ist schon bei 17 Grad. Allerdings, ja. Das ist ja jetzt überhaupt nicht aussagekräftig, wenn wir jetzt überhaupt nicht wissen, was hier. Jetzt ist auch mal ein ganzer Schwung gekommen hier. Es ist fertig. Wie sieht es innen drin aus? Ja. Alles noch relativ kalt. Aha. Geht. Ja, dann können wir auch mal einen größeren Test machen und können die Eingangsleistung mit aufzeichnen. Ne? Gut, versuchen wir es mal. Hier brauchen wir ein bisschen Licht. So, kann man es ein bisschen sehen. Ja, nur ein bisschen. 10 Minuten haben wir jetzt fix eingestellt. Bei 17,5 Grad sind wir jetzt. Und unser Wattmessgerät haben wir dran. Ne? Ja. Dann gucken wir mal, was das auf Medium. Ich mache jetzt mal Medium. Ja, ein bisschen rangehen, so langsam. Ja, wie viel Temperaturunterschied wir in 10 Minuten haben und welche Leistungsaufnahme bei der Mikrowelle dann dabei rauskommt. Das würde uns doch mal interessieren. Ne? Gut, auf wie geht's? Ach so, Start. Ja. Also wenn sie einschaltet, kommt sie auf ihre, jawohl, 1 kW hoch, so ungefähr. Aber wieso zählt er hier unten nicht mit? Das soll hier unten eigentlich mitzählen. Ja, hier steht auch Kilowattstunden. Kilowattstunden total steht hier, jo. Ah, jetzt zählt er mit. Jetzt hat er ein Zähler, die hat er gemacht. Gut. Was sind wir mit der Temperatur? Ja, schon bei 20 Grad Celsius. Aha. Und jo, 2,5 Minuten haben wir weg. Ne, 1,5, ne? Passt ja wunderbar. Ist es soweit? 34,67 Grad und 009 Kilowattstunden. So, die Werte haben wir jetzt. Ne? Jetzt können sich die Theoretiker von euch mal ranmachen. 60% Wirkungsgrad, die Mikrowelle. Also 1000 Watt gehen rein, maximal 700 Watt kann in Mikrowellenenergie umgesetzt werden. Und ja. Dann verteilt sich die Mikrowellenstrahlung hier drinnen auch nicht richtig schön symmetrisch, sondern tja, mal hier ein bisschen mehr, mal da ein bisschen mehr da. Also hat sich nichts gedreht, sondern alles fix, alles fixiert. Schön, ja. Jetzt haben wir 35, 36 Grad. Ha. Ja, also viel Optimierungsarbeit noch, aber das sind jetzt erstmal die ersten Daten, die aus dem Segelohrenbomb-Labor geliefert werden können.